Einspielroutine mit Spibo 2, mit dem leisen Ton. Wir fangen aber immer erst an, wenn wir frisch auf dem Platz sind, erstmal genau den Treffpunkt zu finden. Das heißt, der Ton ist fast gar nicht da, gerade schlagen und dann steigert man sich, bis man sich wohlfühlt. Das machen wir jetzt. So, das Ganze kann man jetzt natürlich auch, wenn man sich ein bisschen zügiger für kurz Cross einspielen will, mit Spivo 1 machen. Jetzt machen wir das Ganze von hinten. Von hinten ist genau dasselbe. Erstmal gucken, dass man sein Tempo wieder findet, gerade trifft und dann steigert man den Fit. So, jetzt wärst du fertig eingespielt, kannst den Spivo rausmachen und könntest dann ein Match starten oder dein Training, was auch immer du dann trainieren möchtest. Wenn du jetzt beim nächsten Mal wieder auf den Platz gehst und dich wieder so eingespielt hast, bist du wieder ready und kannst quasi deine Schläge, deine besten Schläge abrufen. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Vollgasspielen. Ciao.